Weise, dass wir endlich drinnen im Zoologischen stehen, was? Na, versprochen habe ich das schon lange gehabt. Aber es klappte nimmer nicht früher, von welchen Immuniten. Halte mal, verbrennt dürft ihr mir nicht. Immer schön an der Hand führen lassen beim Papa. Wir wollen mal dort hinüber, wo der verrückte Vogel steht. Aber Kurzen, wie kannst du denn das gute Tier so beleidigen? Das ist doch kein Verrückter, das ist doch ein Pelikan, mein Kind. Oh, Riebe, wer hat denn jetzt eben so gebläht? Das war da drüben der Kakadu. Seht ihr? Ach wohl, der Grüne mit dem weißen Stutz auf der Stirne, der sich gerade so schunkelt. Nun, ich weiß es nicht genau, kann es auch der Rosane gewesen sein. Die haben alle immer dieselbe Pläge. Aber wann kommt denn nur eigentlich der Tiger und der Panther und der Löwen? Gerade laufen wir's jetzt drauf zu, mein Sohn. Wir wollen aber lieber nicht so nah dran treten. Man kann bei den Viechern nie wissen, ob sie nicht plötzlich mal mit ihren Tatzen auslangen und einen bei den Haaren packen. Aber Papa, du hast doch gar keine mehr. Ist doch nicht immer so vorlaut. Pass lieber auf, was da drin das Kamel macht, das zog egal hin und her. Warum macht sie das, Papa? So wahrscheinlich, weil die Beine eingeschlafen sind und stille stehen. Aber jetzt kommt so was Feines. Für Elefante, nicht wahr, da staunt er. Der hat doch gar keinen Kopf. Nur wo du Putzenudel hinguckst, da hat er keinen. Da ist er doch noch gar nicht alle. Der geht doch noch weiter nach. Papa, wo wohnt denn nun das Krokodil und die Schlangen? Die haben ein ganz besonderes Heizchen für sich alleine, mein Sohn. Aber ich sag dir's gleich, da drinnen ist es blödsinnig heiß. Da kann's ein Übel dabei werden. Na, das hat nicht, Papa. Nein, gehen wir doch. Und wenn dir schlecht wird von der Hitze, dann kehren wir dich eben unter die Plumpe und gehen unter deinem Nitz da ab. Nun, ihr seid aber wirklich Vigilante und gute Kinder. Das muss man jetzt lassen. Was jetzt kommt, nun machen wir mal noch nieder bei den Affen.